Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, Freunde, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute eine Themennacht und das Thema heißt Glück und Unglück. Das war mein 2002. Ich möchte mich gerne mit euch über das vergangene Jahr unterhalten, über eure Highlights und über eure Tiefpunkte. Also wenn ihr das auch wollt und wenn ihr mir erzählen wollt, wie das Jahr 2002 für euch war, was das Schlimmste für euch war, was das Glücklichste, das Schönste für euch war, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 und ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Ich bin gespannt auf die erste Anruferin und das ist Susanne und Susanne ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Susanne. Ja, wir beide gucken jetzt auf das Jahr 2002, auf dein 2002. Ja, mein Jahr 2002 hatte eigentlich ziemlich viele Tiefs. Mhm. Das erste Tief hat eigentlich so am 7. Juni ist meine Großmutter gestorben, meine Omi. Mhm. Das war für mich eigentlich ganz schlimm, obwohl es halt nicht meine leibliche Oma war. Hat mich ziemlich weit runtergezogen. Mhm. War das ein plötzlicher Tod oder war es zu erwarten? Ja, für mich war es ein plötzlicher Tod. Meine Eltern und Verwandten, halt die Geschwister meiner, die Kinder meiner Oma wussten schon alle sehr lange, dass sie Krebs hatte und vor Krebs war. Und das hatte man dir nicht gesagt? Nein, die Kinder und die Enkelkinder haben es eigentlich erst zum Schluss erfahren. Und ich war dann halt die letzten Wochen, bevor ich es erfahren habe, ich habe es im Mai erfahren und im Juni ist sie gestorben, war ich eigentlich ziemlich viel bei ihr und habe ihr halt ihre Lieblingsspeisen immer gebracht, die sie sich gerne gewünscht hat, wenn irgendwas war. Und war eigentlich ziemlich viel präsent bei ihr. Und ja, das war eigentlich auch schlimm, sie zu sehen, als sie halt die letzten Tage so hatte. Ja. Das war halt nicht so einfach. Wie alt ist sie geworden? 76. Ja. War zwar schon ein stattliches Alter, aber ich hätte ja gerne noch ein paar Jahre mehr gewünscht. Natürlich, natürlich. Okay. Ja, und kurze Zeit später habe ich dann erfahren, dass mein damaliger Freund mich 2 Jahre lang betrogen hat, neben mir noch eine zweite Beziehung hatte. Oh, das ist auch hart. Ja, das war nicht so ganz besonders. Also wie lange wart ihr insgesamt zusammen? 2 Jahre. 2 Jahre. Und er hatte in diesen 2 Jahren die gesamte Zeit eine andere Beziehung? Eine andere Beziehung. Wow. Wie hast du das rausgekriegt? Oder wie hast du es erfahren? Wie ich es erfahren habe, das war eigentlich es war eigentlich gewollt, dass ich es erfahre. Er hat irgendwann mal von der anderen Frau erzählt, weil ich ihm halt Andeutungen gemacht habe, dass ich die Beziehung beenden möchte. Mhm. Und dann kam halt der Spruch, ja, wenn du mich nicht möchtest, dann gehe ich halt zu der anderen. Und ich habe mir dann die Telefonnummer aus seinem Handy geklaut, was vielleicht nicht Sinn und Zweck der Sache war. Ja. Und habe dann irgendwann bei der netten Dame angerufen, ja, wie er nicht bei mir war. Und er war dann dort. Ja. Und so kam dann alles raus. War er mit dieser Frau kurz bevor ihr zusammenkamt auch schon zusammen oder lief das wirklich so gleichzeitig ab? Er hat sie kurz vor mir kennengelernt, aber sie waren damals noch nicht zusammen. Er ist erst mit ihr zusammengekommen, als wir schon zusammen waren. Ach so. Und wusste die Frau von dir oder hat er das auch verheimlicht? Die wusste von mir. Die wusste alles. Bah, ist das demütigend für dich und verletzend? Ja, sehr. Hast du dich dann von ihm getrennt, schnell getrennt? Ja, ich hatte mich schnell getrennt. Obwohl wir uns heute sehr gut verstehen. Wir haben eigentlich mittlerweile eine Freundschaft. Das hat also funktioniert, alle Achtung. Das hat funktioniert, ja. Aber so beziehungsmäßig könnte ich nichts mehr anfangen, weil ich mir halt auch nicht mehr vertrauen würde. Mhm. Also 2 Ereignisse, die, weiß Gott, nicht schön sind, die dir in trauriger, in negativer Erinnerung sind. Ja, das war halt nicht nur das Einzige. Das Einzige kam halt, dass ich kurze Zeit später von einem Bekannten, mit dem ich mir eigentlich nur ein One-Night-Stand so als Trauer irgendwie hatte, schwanger wurde. Ich 2 Kinder schon habe. Ja. Und ich eigentlich der Meinung war, ich möchte keine mehr. Ja. Nach langem Hin und Her habe ich mich dann entschlossen, dieses Kind zu behalten. Aha. Und am 12. Oktober auf 13. Oktober habe ich dieses Kind verloren. Ach so, ich dachte jetzt, das ist geboren. Nee, so schnell wäre es ja auch gar nicht gegangen. Nee, ging nicht so schnell. Ja, und da wurde dann wieder meine Welt zerbrochen. Mhm. Ich dachte wieder, irgendwie kann das nicht hinhauen. Das ganze Jahr nur irgendwie totale Tiefs. Und dann hatte ich im August schon ein Ansatzgespräch mit meiner Mutter,
so ein bisschen, weil wir uns jahrelang nie gut verstanden haben, ziemlich viel Scheiß in meiner Kindheit hat passiert. Ja. Ich wurde von meinem Stiefvater missbraucht. Meine Mutter hat mir jahrelang nicht geglaubt. Mhm. Und dann im Ende Oktober, als ich ihr dann erzählt habe, dass ich das Kind verloren habe, hat sie mir dann erzählt, ja, dass sie mir das glaubt mit dem Missbrauch nach 24 Jahren. Mhm. Endlich dann halt mir eingestanden, dass sie mir das glaubt und hinter mir steht. Und sie hat mir nach 24 Jahren das erste Mal gesagt, dass sie mich liebt. Aber das ist doch toll. Ja, das war super. Ne? Das war eigentlich so der Highlight meines Jahres. Ja. Und auch das, was mich dann positiv fürs nächste Jahr jetzt halt schauen lässt. Ja. Und mir eigentlich auch so den Halt gibt. Also. Wir haben jetzt die letzten 2 Jahre auch nie weit voneinander entfernt gewohnt. Wir wohnen in der gleichen Straße. Ja. Und seither das ist ja wirklich eine schöne Sache, wenn die Mutter nach so langer Zeit dann die Kehrtwende geschafft hat und zu dir steht. Und hoffen wir mal gemeinsam, dass dieses Jahr eigentlich nur voll sein wird oder gefüllt sein wird mit solchen Sachen, mit positiven Sachen. Ne? Teils, teils. Es hat schon ein bisschen mies angefangen, das Jahr schon wieder. Okay, da reden wir nächstes Jahr drüber. Nee, aber das hat sich eigentlich nicht so mit runtergezogen, da ich mittlerweile halt meine Mami jeden Tag so gut wie sehe. Ja. Wir telefonieren fast alle 2 Tage, wenn wir uns mal nicht sehen. Also ich hoffe, dass es so bleibt. Und wünsche dir für dieses Jahr, für dieses neue Jahr jetzt wirklich alles Gute und alles Liebe, Susanne. Ich dir auch. Mach's gut, danke schön. Mach weiter so. Okay, danke, tschüss. Alles klar, danke, tschüss. Meine Lieben, unser Thema heute Nacht heißt, das ist ein Rückblick auf das letzte Jahr, 2002. Glück, Unglück, was war für euch das Traurigste, was ihr voriges Jahr erlebt habt? Und was war das Glücklichste, was ihr erlebt habt? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder Faxnummer 0800 5678 110. Stefanie ist dran. Stefanie ist 16 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Stefanie. Es geht um meine Mutter. Ja. Meine Mutter, die hat schon mal mit dir telefoniert. Mhm. Das war, glaube ich, vorletztes Jahr. Mhm. Sie ist seit 99 krebskrank. Ja. Und die hat Krebs gehabt an Leber. Mhm. Und das wurde dann weggemacht. Und dann ein halbes Jahr später hat sie Schmerzen wieder gekriegt. Und dann haben sie festgestellt, dass meine Mutter Metastasen hatte. Mhm. Mhm. Und das hat sich dann so entwickelt, dass meine Mutter dann Chemotherapien ausprobiert hat. Ja. Die dann nichts gebracht haben. Ja. Und wo dann meine Mutter gesagt hat, nach einer Zeit, ich kann das nicht mehr. Mhm. Und jetzt hat sie im Juli auch noch einen Schlaganfall bekommen. Mhm. Wie alt ist deine Mama? Meine Mutter ist jetzt erst 43. 43. Also jetzt dein Rückblick auf das Jahr 2002, da steht im Mittelpunkt deine Mutter und die Krankheit deiner Mutter. Ja. Also schwer krebskrank und dann auch noch Mitte des Jahres einen Schlaganfall bekommen. Mhm. Wie ging es denn dann weiter mit der Gesundheit deiner Mutter oder mit der Krankheit deiner Mutter? Ja, also heute, beziehungsweise gestern, musste die wieder ins Krankenhaus. Mhm. Die ist auch einerseits freiwillig gegangen, weil die Schmerzen nicht mehr ausgehalten hat. Mhm. Meine Mutter kriegt sehr starke Medikamente. Mhm. Die hat die Vorstufe vom Morphium. Ja. Und die Ärzte haben ihr also letztes Jahr gesagt, dass sie nur noch mindestens 1 Jahr zu leben hat. Mhm. Also ein ganz, ganz hartes Jahr für dich und für deine Familie, für deine Mutter, das Jahr 2002, weil alles noch schlimmer geworden ist und alles eskaliert ist. Mhm. Nach diesem, du lebst wahrscheinlich noch zu Hause bei deiner Mutter, bei deinen Eltern. Mhm. Ja. Gibt es auch noch einen Vater in der Familie oder lebst du alleine mit deiner Mutter? Nee, mein Papa ist auch noch da. Und auch noch Geschwister? Ja, mein Bruder, aber der ist momentan bei meinem Halbbruder. Ja, also hängt auch sehr viel an dir, was so die Betreuung und die Pflege deiner Mutter betrifft. Ja, also ich helfe meiner Mutter, wo es nur geht. Nur manchmal sage ich dann auch zu mir, das geht auch nicht mehr. Mhm. Gehst du denn noch zur Schule? Ja, ich gehe noch zur Schule. Das ist natürlich eine doppelte Belastung. Mhm. Nach diesem Schlaganfall voriges Jahr, wie dramatisch hat sich denn dann der Gesundheitszustand deiner Mutter verändert? Was konnte sie nicht mehr machen zum Beispiel, was sie vorher machen konnte? Also sie konnte erstmal nicht gehen. Ja. Meine Mutter kann jetzt aber wieder ein bisschen gehen. Kann sie sprechen oder konnte sie sprechen? Ja, also wo ich das erfahren, ich habe das ja auch nur ganz zufällig erfahren, weil ich im Urlaub war, auf einer Kinderfreizeit, als Betreuerin. Ja. Und da hat das Handy von einem Freund geklingelt. Mhm. Da bin ich dran gegangen, weil ich dachte, es wäre irgendwas Wichtiges. Mhm. Und da habe ich gesehen, dass da der Name von meinem Vater stand. Mhm. Und da hat mein Vater mir dann gesagt, dass
meine Mutter halt einen Schlaganfall hatte. Oh je, das hast du im Urlaub erfahren. Ja. Hast du da deinen Urlaub gleich abgebrochen oder? Das wollte ich eigentlich. Mhm. Ich war 4 Wochen da, 2 Wochen Kinderfreizeit. Mhm. Und danach wollte ich noch 2 Wochen Jugendfreizeit machen für mich alleine. Und da habe ich auch gesagt, als erstes, ich möchte nach Hause und so. Und da meinte der Pfarrer dann zu mir, ja, Steffi, du kannst jetzt auch nichts ändern, wenn du jetzt nach Hause fährst. Ja, und hast dann deinen Urlaub weiter? Ja, ich habe dann meinen Urlaub halt weitergemacht. Mhm. Ich habe mir das zwar anders vorgestellt gehabt. Ja, man denkt dann ja wahrscheinlich ständig dran und macht sich Sorgen und hat vielleicht auch ein bisschen schlechtes Gewissen, dass man dann doch noch im Urlaub ist. Und also ist alles nicht so entspannt, wie es eigentlich sein sollte. Mhm. Dann kamst du nach Hause, die Mutter konnte nicht mehr richtig laufen. Wie war das mit dem Sprechen? Konnte sie sprechen? Ja, so halbwegs. Mhm. Also sie hat so gelispelt. Also ich selber habe die jetzt nicht so richtig verstanden. Wie ist denn der Zustand im Moment? Kann sie sich denn so einigermaßen selbst helfen oder musst du sie auch zur Toilette führen und kann sie selbst essen? Geht das? Also jetzt hat sie gelernt, dass sie jetzt auch selbst essen kann. Mhm. Also links geht hier noch alles. Mhm. Die hat früher Ergotherapie gemacht gehabt und das hat ihr dann auch geholfen beim Essen machen. Ja, ja. Und jetzt kann sie halt auch schon selber Brote schmieren und so. Das sieht dann zwar ein bisschen massakriert aus, aber... Also, ist es so, dass so die Folgen des Schlaganfalls, die hat man so therapeutisch behandelt, aber was die Krebserkrankung anbelangt, da kann man nichts mehr machen? Nee, da kann man nichts mehr machen. Wie gehst du denn damit um, Stefanie? Du bist ja erst 16 Jahre alt. Ja. Und du hast jetzt seit Jahren, kriegst du ja diese schwere Krankheit von deiner Mutter mit. Und wenn die Ärzte sagen, dass sie nicht mehr lange zu leben hat, wie gehst du damit um, dass vielleicht in diesem Jahr deine Mutter sterben wird? Ja, das ist schwer, das ist sehr schwer. Als ich das erfahren habe, da habe ich erstmal gedacht, meine Mutter will mich jetzt verarschen oder so, weil ich das im ersten Moment nicht glauben wollte. Mhm. Und dieses Jahr habe ich dann halt Angst, dass das das Letzte sein kann. Mhm. Sprichst du mit deiner Mutter über den eventuellen Tod? Ich mach das nicht, also ich traue mich das auch nicht, weil ich Angst habe, dass es dann doch noch so plötzlich kommt, weil ich habe da einfach Angst vor. Ja, ich glaube, das Beste auch, was du machen kannst, ist, dass du zu ihr stehst, und das tust du ja auch, wie du es gerade erzählt hast, dass du für sie da bist und dass sie einfach das Gefühl hat, dass sie sehr, sehr lieb gehabt wird von ihrer Tochter. Ich glaube, das ist die beste Medizin und das wird sie am glücklichsten machen und ihr sicher auch noch die letzte Zeit, die ihr zur Verfügung steht, auch wirklich verschönern und für sie gut gestalten. Mhm. Du hast gesagt, ich habe mal mit deiner Mutter telefoniert. Ja. Das heißt, sie kennt mich auch. Ja, dann, die guckt dich immer. Die guckt mich immer. Ja, und wenn sie dich nicht guckt, dann hört sie dich. Jetzt im Moment auch? Ich weiß nicht, die ist jetzt im Krankenhaus. Ach so. Ich weiß nicht, ob die das jetzt im Radio hört. Also, wenn sie es nicht hört, dann bestell ihr doch bitte von mir alle herzlichsten Grüße und liebe Grüße. Das werde ich auf jeden Fall. Und von Herzen gute Besserung. Und wenn sie jetzt zuhören sollten, will ich ihr mal, wie heißt sie mit Vornamen? Monika, du hast eine verdammt nette und tolle Tochter, die Stefanie. Dazu kann ich dich wirklich beglückwünschen. Ja, ich nehme das noch zufällig auf Kassette auf. Ja, dann kannst du sie eher vorspielen, genau. Mhm. Stefanie, ich wünsche euch allen, eurer Familie, alles Gute von Herzen. Ja, danke schön. Bleib tapfer dabei und steh zu deiner Mama. Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Ja, alles Gute, alles Liebe. Okay, danke schön. Tschüss, Stefanie. Tschüss. Ich bin jetzt verbunden mit Sigmar. Das stimmt, ne? 49 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Sigmar. Ja, das Jahr 2002. Ja, 2002. Ich habe es deinen Kollegen schon erzählt. Ja? Ich habe nach 16 Jahren meine große Liebe wieder gesehen. Ach, nach 16 Jahren? Ja. Wir haben eine gemeinsame Tochter. Aha. Die wird in April 19. Ja. Und da ging es drum um Ausbildungsplatz, weil die in Thüringen wohnen. Mhm. Und ich wohne in Nordrhein-Westfalen. Ja. Und da haben wir so uns unterhalten, erst mal brieflich und auch telefonisch. Und dann haben wir uns in April vorher sehr getroffen. Ja, nee, komm, jetzt muss ich erst mal fragen. Wieso, wenn ihr eine gemeinsame Tochter habt? Es war deine große Liebe. Wie lange wart ihr damals überhaupt zusammen? Über 4 Jahre. So, ja. Und dann kam eine Tochter. Große Liebe. Wieso habt ihr euch getrennt und wieso seid ihr dann 16 Jahre nicht in Kontakt gewesen? Ja, ich habe Unterhalt bezahlt damals und ich musste auf Druck ihres Vaters Schluss machen, aha, mich von seiner Tochter trennen. Ja.
Also vom Abdruck des Schwiegervaters quasi. Ja, der war Parteisekretär und hatte auch gute Beziehungen zur Staatssicherheit und daher weht der Wind. Und er hat mich erpresst, ich soll seine Tochter in Ruhe lassen und auch seine Enkeltochter. Ja. Und das heißt also, ihr seid zwangsweise getrennt worden aufgrund der politischen Verhältnisse. Ja. Damals. Mhm. Aber nur haben wir ja Gott sei Dank die DDR von der Backe seit über 10 Jahre. Wieso hast du denn nach der Wende nicht sofort versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen? Ja, das Jugendamt hatte mir dann, ich habe mich mit dem Jugendamt in Thüringen in Verbindung gesetzt. Ja. Und das teilte mir mit, die Mutter möchte dass ich keine Verbindung zu meiner Tochter aufnehme. Ach so. Aber warum? Wahrscheinlich auch noch, weil der Vater noch da war. Ah ja. Mhm. So, damit hast du dich dann abgefunden. Ja, und dann... Das Kind ist aufgewachsen bei deiner Freundin. Ja. Mhm. Und sie hat 92 dann einen Mann geheiratet. Ja. Das ist aber ein Muttersöhnchen. So, sagen wir ein Weichei. In dem Sinne schon. Ja. Bloß da wird gemacht, was die Mutter sagt. So, jetzt hast du mir gesagt, letztes Jahr habe ich nach 16 Jahren meine große Liebe wieder getroffen. Das heißt diese Frau. Und du hast nach 16 Jahren deine Tochter auch getroffen. Nein. Warum nicht? Die Tochter wurde von der Familie, wo sie jetzt leben, dermaßen aufgehetzt, dass ich dann wieder Abstand genommen habe. Dass ich gesagt habe, ich will... Also aufgehetzt von der eigenen Mutter? Nee, nicht von ihrer eigenen Mutter. Aber von den Großeltern und so weiter? Da ist nur noch die Schwiegermutter da. Ja. Und die Schwiegermutter von meiner Freundin, die Mutter von meiner Freundin, zu der habe ich heute noch Verbindung. Ja. Und die sagt, ihr müsst zusammenkommen. So sagt sie. So, aber der erste große Schritt ist ja schon mal gemacht. Du hast deine große Liebe wieder getroffen. Ja. Hat es denn nochmal ein bisschen gefunkt zwischen euch? Habt ihr euch verstanden zumindest? Klar. Klar? Was sie heißt klar? Sie ist alle 2 Monate zu mir gekommen. Ja, obwohl sie verheiratet ist. Ja. Ja, und ihr habt die große Fahrt auf sich genommen von Thüringen nach Thüringen nach Nordrhein-Westfalen. Das ist ja toll. Ja. Das heißt, ihr seid in regen Kontakt miteinander. Du würdest sagen, das ist eine gute Freundschaft im Moment? Ja, sehr gut. Ja. Und der Ehemann ist auch nicht eifersüchtig? Der Ehemann, der hat das mittlerweile, weil seine Mutter in dem Schlafzimmer nachgesucht hat, weil sie die Briefe, wenn ich ihr geschrieben hat, musste sie verstecken. Ach so. Und meine... So, jetzt wollen wir, und dann wollen wir aber auch hoffen, dass es noch einen Schritt weiter geht und dass du dann auch vielleicht irgendwann deine Tochter wirst treffen können. Ich könnte mir vorstellen, dass du da sehr interessiert und sehr freuen würdest. Ja, ich bin interessiert und da führt aber kein Weg hin, weil sie sagt, weil die so aufgehetzt worden ist. Ja gut, aber das ist jetzt eine erwachsene Frau von 19 Jahren und deine Freundin, das heißt die Mutter, kann doch eigentlich auch Einfluss nehmen auf die Tochter. Nee, die Tochter erpresst die Mutter, weil die Mutter sich jetzt entschlossen hat, sich von ihrem Ehemann zu trennen. Ah, ich merke schon, das ist sehr kompliziert. Nun gut, wollen wir hoffen, dass sich das doch irgendwie einrenkt mit der Tochter. Und schön wäre es. Domian, und seitdem die Tochter mitgekriegt hat, dass sich die Mutter von ihrem Ehemann trennen will, und da ist, wird sie erpresst dahingehend, wenn sie sich von ihrem Mann trennt und nimmt wieder Beziehung oder zieht zu mir, sagt die Tochter, da kennt sie ihre Mutter nicht mehr. Üble Geschichte. Ich beglückwünsche dich, dass du deine große Liebe wieder getroffen hast. Und drücke für dieses Jahr alle Daumen, dass sich diese üblen Verwicklungen da doch entflechten und dass es zu einer friedlichen Lösung kommt. Seit der Erpressung von der Tochter ist Funkstille. Zwischen dir und der großen Liebe? Ja. Ach du lieber Gott. Ach du lieber Gott. Sie hat Angst. Also, dann verbinde ich auch noch die Hoffnung, dass sich das auch wieder einrenkt, nachdem die Fügungen letztes Jahr sich irgendwie so gut ergeben haben. Ja. Alles Gute, lieber Sigmar. Tschüss. Petra, 44 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Petra. Hallo Domian. Hallo Petra. Unterhalten wir uns über was Trauriges aus dem letzten Jahr oder über was Schönes? Was Trauriges. 2002. Mhm. Erzähl mal. Ja, im Februar ist mein Sohn tödlich verunglückt. Wie alt war er? 23. 23 Jahre. Verunglückt heißt mit dem Auto? Ja.
Er war Beifahrer mit seinem Freund. Was ist da genau passiert? Ja, sein Freund, die wollten einen Reifen holen irgendwoher und dann sind die zurückgefahren und der hat ein Stoppschild überfahren und da ist ein Auto in ihn reingefahren und er war gleich tot. Also der Freund war schuld? Ja. Wie schwer verletzt war der Freund? Ach, das ging eigentlich. Mhm. 23 Jahre alt. Mhm. Als du das erfahren hast, wie war das? War das per Telefon oder kam die Polizei zu dir? Nein, ich war auf der Arbeit. Ich machte damals noch Nachtwache. Mhm. Und da rief erst die Chefin an und fragte, ob mein Mann da wäre schon. Mhm. Und da habe ich gesagt, nee, wieso? Und ich habe noch so gedacht, wieso fragte ich, ob mein Mann da ist? Ja. Und dann kam der dann und dann sagte der mir das dann gleich. Dein Mann kam dann? Mhm. Meine Schwager, der ist da drauf zugekommen. Und der hatte meine Schwester gleich angerufen und die hatte sich dann gleich hier gemeldet. Als dir das ins Gesicht gesagt wurde von deinem Mann, wie war deine erste Reaktion? Kann man das glauben? Nee. Nee, ne? Ich habe geglaubt, ich werde verrückt. Ja. Was habt ihr dann gemacht? Hast du dann gesagt, ich will ins Krankenhaus, ich will ihn sehen, ich will dahin, wo er sich gerade befindet? Ja, wollte ich auch. Und mein Schwager, der hat uns immer gesagt, wir sollten uns nicht mehr angucken, an ihm wäre alles kaputt. Mhm. Und das ist überhaupt nicht wahr gewesen. Woher wusste der Schwager das denn? Weil der darauf zugekommen ist. Was heißt darauf zugekommen? Auf den Unfall. Ach, der ist zu der Unfallstelle hingegangen? Ja. Mhm. Wie kam das, dass der Schwager da hingegangen ist? Ja, weil mein Sohn, der machte bei ihm immer so nebenbei Autos heile. Mhm. Und die hatten sich da verabredet. Und Ja, die kamen dann da gerade auch lang. Verstehe. Mhm. Also du hast ihn dann nicht mehr gesehen zur Beerdigung? Doch. Doch. Ich habe ihn dann noch gesehen, wie sie ihn gebracht hatten. Mhm. Weil er hatte überhaupt nichts. Er hatte eigentlich nur eine Schramme oben am Auge und einen Zahn weg. Mhm. Und dann haben die gesagt, dass er einen Genickbruch gehabt hätte, ne? Dass dieser Holm so unglücklich ihn getroffen hat, dass er gleich tot war. Wo hast du ihn gesehen? In der Leichenhalle oder ja. Wo? Ja. Mhm. Wieso hat der Schwager denn gesagt, er sei entstellt? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mhm. Das habe ich auch gesagt, das verzeihe ich ihm auch nie, weil ich immer denke, der musste da jetzt alleine liegen. Mhm. Und man konnte noch nicht mal hin und auf Wiedersehen sagen. Richtig. Aber er ist sofort verstorben an der Unfallstelle. Mhm. Mhm. Und du hattest ja Gott sei Dank dann doch die Chance, ihn nochmal zu sehen. Schlimm wäre es ja, wenn du ihn gar nicht mehr gesehen hättest und hättest ihn nicht mehr angucken können. Ja, aber es ist trotzdem komisch. Vor 2,5 Jahren ist meine Tochter auch verstorben. Ja. Und bin ich gleich gewesen und das war ein ganz anderes Gefühl. Da hatte ich immer noch das Gefühl, sie ist noch da. Sie ist noch in ihrem Zimmer, ne? Mhm. Und das war bei dem Christian gar nicht mehr. Wie alt ist deine Tochter geworden? 14. 14, was hat die gehabt? Was ist da passiert? Die ist auch vier Jahre vorher beim schweren Verkehrsunfall. Auch an überfahren worden und hatte so schwere Kopfverletzungen eben, dass sie gar nichts mehr gemacht hat, nur noch den Kopf bewegt. Hast du noch? Die hat dann 4 Jahre gepflegt. Ja. Hast du noch andere Kinder? Einen habe ich noch. Wie alt ist der? 20. Hm. Petra, wenn man 2 Kinder durch einen Verkehrsunfall verloren hat, das ist ja schon ein unglaublicher Zufall und ein unglaubliches Schicksal. Hat man da nicht irgendwie so die Ängste, mein Gott, hoffentlich passiert dem 20-Jährigen jetzt nicht auch noch was draußen im Verkehr, im Straßenverkehr? Ja, das ist ja das Schlimmste. Mhm. Ich habe da so eine Panik vor. Dass du wahrscheinlich immer Angst hast, wenn er unterwegs ist oder wenn er auf der Straße ist. Ja. Mhm. Wie hast du das denn, nachdem du das zweite Kind, was ja wirklich, ich wiederhole das nochmal, ich stelle es mir unglaublich vor, das zweite Kind verloren hast, wie hast du dann das verarbeitet? Wie bist du damit umgegangen? Wie verlief dann das Jahr weiter? Der Unfall war im Februar. Hm. Eigentlich weiß ich nicht. Hast du das Gefühl, dass du sehr fertig bist mit den Nerven? Ja, schon. Hm. Manchmal ist es geht manche Tage und dann ist es wieder ganz schlimm. Hm. Sprichst du mit Menschen über deine Trauer oder bist du eher so jemand, der das alles in sich hineinfrisst? Eher, dass ich mich lieber reinspresse. Mhm, habe ich mir schon gedacht. Und das ist eigentlich sehr schlimm,
weil man dann immer trauriger wird und immer verzweifelter und immer verhakter innerlich. Man kann ja auch mit niemandem sprechen. Das kann kein Mensch verstehen, der das nicht mitgemacht hat. Ja, wie ist es denn so in der Familie? Redest du mit deinem Mann darüber? Nein, auch nicht. Der schweigt das ganz still. Und mit dem anderen Sohn? Eigentlich auch nicht so, weil der hat da selber so drunter gelitten. Überhaupt, wie ist dein Mann und dein anderer Sohn damit umgegangen, dass jetzt auch noch das zweite Geschwister gestorben ist? Weiß ich eigentlich gar nicht. Ist wir auch nicht darüber sprechen. Das heißt also, in der Familie herrscht eigentlich Schweigen. Es wird gar nicht, zumindest darüber nicht gesprochen. Konntest du im letzten Jahr überhaupt schlafen? Kann man da so ganz normal so sein Leben leben? Nach sowas Grauenhaften? Nee, also schlafen ist immer schlecht. Ich gehe meistens vor 1, 1:30 gar nicht ins Bett. Und kann man immer nicht schlafen. Vor allen Dingen immer im Bett, wenn man dann liegt, dann kommen immer die Gedanken. Arbeitest du noch? Hast du weiter gearbeitet danach, nach dem Schicksalsschlag? Ja, ich habe dann was angefangen, eine Schulung für Altenpflege. Und im Moment bin ich aber krankgeschrieben. Hast du den Eindruck, dass dich das etwas ablenkt? Oder hast du den Eindruck, dass es deine letzten Kraftreserven auffrisst, diese Umschulung? Nee, das lenkt mich eigentlich ab. Ja. Liebe Petra, ich würde gerne dir vorschlagen, dass du mit meiner Psychologin jetzt mal ein bisschen sprichst. Vor allen Dingen darüber, dass du kaum redest über all deine Trauer und dein Unglück, was in dir ist. Ich möchte, dass die Heide ist heute Nacht hier bei mir im Hintergrund, sich mit dir etwas unterhält und dir vielleicht auch ein paar Tipps gibt, dass du ein bisschen aus dir rausgehen kannst. Weil ich glaube, das kann man nicht alleine bewältigen, so etwas. Du hast ja gerade auch gesagt, dass du dein Mädchen, was so schwer verletzt wurde, lange gepflegt hast. Ne? Das ist ja auch eine ungeheure Belastung. Viele Jahre, 4 Jahre sagst du, ne? Ja. 4 Jahre gepflegt. Wie schwer war das Kind denn verletzt? Konnte es noch sprechen? Nein, gar nichts mehr. Also wir nehmen an, dass sie wohl alles verstanden hat, aber sich überhaupt in keinster Weise äußern konnte. Sie lag zu Hause bei euch in der Wohnung? Ja. Nur damit ich das nochmal richtig einordne, wie lange war denn das Mädchen tot, als jetzt das passiert ist mit dem Sohn? 2 Jahre und 5 Monate. 2 Jahre. Das heißt 4 Jahre gepflegt, 4 Jahre auch schwerste Traurigkeit und Leid gesehen. Dann 2 Jahre gelebt und dann wieder ein Unglück. Ich möchte, dass du mit Heide redest jetzt. Einverstanden? Ja. Du legst auf und das heißt, Heide ruft dich gleich wieder an. Alles Liebe von Herzen. Gut, danke. Auf Wiederhören. Wiederhören. Klaus, 43 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Abend, Domian. Hallo, oder Klaus. Guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen. Ja, 2002. Ja, mein traurige Sache ist eben gewesen, meine Frau, die ist am 4.7. gestorben, bin alleinerziehend und bin jetzt, also das ist das Traurigste, was es für mich gewesen ist. Das glaube ich. Du bist alleinerziehend, wie viele Kinder habt ihr? Ich habe Zwillinge, die sind 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Ja. Wie alt war deine Frau? 44. Und am 4.7. gestorben? Ja. An was ist sie gestorben? An Krebs, an Brustkrebs. Das ist festgestellt worden bei der Geburt von den Kindern. Das heißt, sie hat sich dann auch 2,5 Jahre damit rumgeschlagen und gekämpft gegen diese Krankheit? Richtig. Sie hat also Chemo gekriegt, die hat Strahlentherapie gekriegt und. Ich habe mich beurlauben lassen, dass ich die Kinder betreuen konnte von meinem Arbeitsgeber, wo ich jetzt auch bin. Ich habe Nachtschicht, da bin ich auch im Moment. Ja. Und Und wie geht das mit den Kindern im Moment? Du hast Nachtschicht. Ich habe eine sehr liebe Tagesmutter bekommen, vom Jugendamt gestellt gekriegt, die während der Arbeitszeit für die Kinder da ist. Achso, das heißt also, es ist gewährleistet, dass die Kinder bei dir aufwachsen können? Richtig, mit im Hilfe Haushalt. Im Haushalt. Da habe ich auch drauf bestanden am Jugendamt. Ja. Also ich bin schwer zu Herzen, musste ich ja machen, weil ich auch wieder arbeiten wollte. Bin am Jugendamt hingegangen, da haben sie gesagt, ja, ich soll die Kinder dann außerhalb Haus geben, also jetzt
dann nach einer anderen Tagesmutter im Haus habe. Ich habe gesagt, ich habe dem am Jugendamt gesagt, ich habe gesagt, am Todesbett bei meiner Frau habe ich versprochen, dass meine Kinder, die Kinder nie aus dem Haus kommen, also nicht in eine fremde Familie reinkommen. Ja, ihr wart ja nun vorbereitet darauf. Nein, vorbereitet waren wir nicht. Aber es war klar, es ist eine ganz schwere Krankheit da. Und so dieses Damoklesschwert hing über euch, ne? So kann man es doch sagen. Nein. Ich muss dabei sagen, das habe ich auch gerade schon einmal gesagt, für mich war das ein Schock, weil ich hatte mich ja hier vom Arbeitgeber beurlauben lassen. Mhm. Und dann bin ich letztes Jahr im Mai nach dem Arzt hingegangen, ich habe gesagt, wann kann ich wieder arbeiten? Ja. Weil ich schon 17 Monate zu Hause war wegen den Kindern. Ja. Und da hat mir der Arzt gesagt, ihre Frau hat ja die Chemo und Strahlentherapie jetzt hinter sich und dann warten wir 6 Wochen und dann können wir entscheiden, wie wir arbeiten. Das heißt also, die haben dir und euch Hoffnung gemacht, dass die Therapie anschlägt und ihr gar nicht mit diesem Schlimmen, jetzt was eingetreten ist, gerechnet habt. Richtig, genau. So, und dann bin ich zum 1.7.2002 wieder arbeiten gegangen. Mhm. Morgens am 3.7. hat meine Schwiegermutter mich hier angerufen und sagt, Klaus, komm sofort nach Hause, der Arti ist schlecht dran. Ach. So, und dann habe ich... Ich bin sofort nach Hause gefahren, ich habe hier Feierabend gemacht und dann bin ich nach Hause, habe einen Krankenwagen angerufen. Und da muss ich aber dabei sagen, dann bin ich im Krankenhaus gewesen, dann hat mich ein Arzt angehalten und hat mich gefragt, ob ich der Herr Fiefer bin. Ich habe der Klaus bin, sage ich jetzt mal, Entschuldigung. Mhm. Ich muss mit ihm sprechen. Hat der mir gesagt, da habe ich erst gewusst, gerechnet, dass meine Frau jeden Tag sterben kann. Hat der mir erst gesagt, ich habe ihre Frau im Moment nur gesehen, hat der mir erst gesagt, sie müssen damit jetzt rechnen, dass ihre Frau jeden Tag stirbt. So, und das war am 3.7. und am 4. ist sie schon gestorben. Ja, morgens um 6 Uhr kriegte ich den Anruf, ich sollte im Krankenhaus kommen, meine Frau ist schlecht dran und wo ich am Krankenhaus ankam, war sie tot. Mein Gott. Ja. Das heißt, ihr hattet aber noch Gelegenheit zu sprechen? Nein. Aber du gerade sagst, ich habe auf dem Totenbett ihr versprochen, dass die Kinder bei mir bleiben. Ja, das hat man in den Schock gemacht. Also für mich war meine Frau, die lag da so, weil ich sie ja auch kannte, ob sie schlafen würde. Ach so, du hast es ihr versprochen, als sie schon gestorben war. Ja, genau. Ich verstehe. Mhm. Das heißt also, in dem Moment, als der Arzt dir die Diagnose gesagt hat, hast du gar nicht mehr mit deiner Frau darüber sprechen können. Nein, das hat der Arzt mir auch nicht gesagt. Also ich kann Ihnen ein bestes Beispiel sagen. Meine Frau ist ja da nochmal richtig untersucht worden. Mhm. Und wo er gesagt hatte, der Arzt zu mir, habe ich gesagt, jetzt muss ich erstmal, ich habe erstmal geheult im Schloss. Mhm. Na klar. Und habe ich dann gesagt, jetzt gehe ich erstmal einen Kaffee trinken, in eine Kantine, ich sage, und dann komme ich hin. Mhm. Und da hatte meine Frau den Arzt gefragt, und das werde ich nie vergessen, wie sieht meine Lebenschancen denn noch aus, meine Frau, zu dem Arzt? Ja. Bei der Untersuchung. So, jetzt habe ich da in dem Raum auch gesessen. Mhm. Und ich konnte ja nichts mehr sagen, weil mir der Arzt mich gebeten hat, ich sollte ihr nichts mehr sagen davon. So, und da hat der Arzt nur zu ihr gesagt, ich bin nicht der liebe Gott, ich kann es dir nicht sagen. Mhm. Was sollte der Mann denn noch meiner Frau sagen? Das heißt also, deine Frau wusste wahrscheinlich bis zum Schluss nicht, dass es zum Schluss kommen wird. Richtig. Mhm. Das ist das Richtige. Auch jetzt bin ich schon wieder am Zittern. Ja, das ist aber auch verständlich. Wie lange wart ihr verheiratet oder zusammen? 8,5 Jahre. Und ich muss dabei sagen, es ist meine Traumfrau gewesen. Ich war vorher schon mal einmal verheiratet gewesen, die war kaputt gegangen, das hat damit aber jetzt. Aber ich sag mal, es war wirklich meine Traumfrau. Die Kinder sind 2,5 Jahre alt. Ja. Die haben ja nur auch gemerkt, dass die Mama nicht mehr da ist. Nein, also ich vermute, dass sie es nicht gemerkt haben. Die waren ja noch, wo meine Frau gestorben ist, waren sie noch keine 2. Die wären am 18.07. 2 Jahre geworden. Ich habe es auch nicht mit zur Beerdigung genommen, nixen. Ich habe gesagt, das tue ich denn nicht an, die wissen hinterher gar nicht mehr, was los war. Wie war denn dann für dich das Leben, als du dann nach der, du sagst Stichwort Beerdigung, als du nach der Beerdigung nach Hause kamst, die beiden Kinder gesehen hast, in der Wohnung warst, wo ihr zusammen gelebt habt, wo ihre Sachen noch sind? Ja, das war sehr schwer. Ich bin in ein Loch gefahren, sage ich mal. Ich habe 2 Monate fast nichts gegessen, nur das Nötigste. Mhm. Ich habe gut 10 Kilo abgenommen und muss dabei sagen, ich war einfach nur fertig und konnte das nicht begreifen, dass ein Menschen, den man liebt, das sage ich ganz offen, so schnell verlieren kann. Ja. Ne? So, wenn du vor deinen Kindern stehst, sind das 2 Jungs oder 2 Mädels? 2 Jungs. Wenn du vor den beiden Jungs stehst, ist es mehr Trost, dass du sie hast? Ja, oder ist es auch die Erinnerung, Erinnerung an die Frau? Auch die starke Erinnerung auch an der Frau, aber ich muss dabei, wie soll ich das jetzt erklären? Das ist schwierig jetzt. Ich sag mal, ich lebe eigentlich nur, ich habe eine Zeit lang nur
gelebt für die Kinder. Ja, aber verständlich. Die Kinder brauchten mich. Wahrscheinlich ist das auch deine Rettung gewesen in dieser grauenhaften Zeit. Du durftest dich ja auch nicht völlig hängen lassen in deiner Trauer. Du musstest ja für die Kinder da sein, du musstest alles organisieren, du musstest aufräumen, waschen, Essen kaufen und so weiter. Ja, das mache ich heute auch noch. Ja, klar. Wie ist es heute? Ist ein halbes Jahr vorbei ungefähr. Ja. Aber der Schmerz ist doch nicht geringer geworden. Ich sag mal geringer geworden nicht. Aber ich sage mal, mein Leben geht weiter. Mhm. Und meine Schwiegermutter hat mir mal gesagt, wir haben uns ja auch mal unterhalten, ich brauche ja jetzt auch eine neue Frau. Ne? Mhm. Nicht gerade eine Freundin, aber die mal da ist und so weiter. Mhm. Und da habe ich zu meiner Schwiegermutter gesagt, ich sage, das kann ich doch nicht machen wegen Beate und was soll denn, wenn die Leute denken, sage ich jetzt mal einfach so. Da hat meine Schwiegermutter mir gesagt, Klaus, das ist nicht in Beates Sinne, dass du jetzt alleine bleibst. Das ist aber eine tolle Haltung von der Schwiegermutter. Ja. Tolle Frau. Muss ich auch sagen. Ja. Aber wie ist es denn bei dir? Kannst du dir denn überhaupt vorstellen, dass dein Herz in absehbarer Zeit frei und offen wäre für eine andere Beziehung, andere Liebe? Ja, dadurch komme ich jetzt auf das Thema eben ein paar Sekunden. Ich habe Glück gehabt, also auch noch im alten Jahr jetzt noch, sage ich mal. Ich habe eine Bekannte kennengelernt aus der Familie. Mhm. Also die jetzt, das ist eine Freundin von meiner Mutter gewesen. Mhm. Und die kannte ich aber jetzt schon 33 Jahre, sage ich jetzt mal so. Ne? Ja, ja. Und wir beiden sind durch Zufall zusammengekommen. Ach, aber ist die Frau wahrscheinlich viel älter als du? Die ist 5 Jahre älter wie ich. 5 Jahre älter? 5 Jahre. Und die kümmert sich am Wochenende, wir sehen uns nur am Wochenende. Ach, das heißt, du hast jetzt schon, ist das eine richtige Liebesbeziehung? Nein, ich sag mal, wir sehen uns am Wochenende und es ist also meine Freundin geworden. Das heißt, ganz offen und ehrlich. Ihr schlaft auch miteinander? Ja, wir schlafen auch miteinander, ja. Ne? War das für dich, ich frage dich jetzt so, auch so intim, wenn man so einen schweren Verlust hat erleiden müssen, die Frau ist gestorben, du sagst, das war deine ganz große Liebe, es ist alles noch relativ frisch, als du das erste Mal mit deiner Freundin, deiner jetzigen Freundin geschlafen hast, hast du da an deine Frau auch gedacht? Ja, habe ich. Mhm. Also ich habe auch ein schlechtes Gewissen gehabt, sage ich auch ganz offen und ehrlich, ich sag mal das erste 5 oder 6 Mal ein schlechtes Gewissen gegenüber Beate gehabt, weil ich das auch der Conny gesagt habe, die heißt Conny, kann ich ruhig sagen, habe ich gesagt, ich habe ein schlechtes Gewissen. Mhm. Und da hat sie gesagt zu mir, wenn du noch Zeit brauchst, gebe ich dir die Zeit. Mhm. Auch eine gute Haltung. Das hat mir geholfen. Ja, finde ich auch gut. Also, wenn ihr alle euch jetzt da so arrangiert habt, ist es nur das Beste für euch und auch vor allen Dingen für die Kinder. Und wenn deine Schwiegermutter, also die ehemalige Schwiegermutter quasi, auch noch so eine tolle Haltung dazu hat, ist es ja wunderbar. Nein, ich muss auch wirklich sagen, meine Schwiegermutter ist sogar froh, dass die Conny da ist. Ja, weil ja. sie weiß, die Kinder sind gut aufgehoben. Ja. Und meine Schwiegermutter hatte auch Angst vom früheren Erzählung. Ich bin kein Verbrecher jetzt, sage ich jetzt nicht mehr. Mhm. Aber die hatte Angst, vom Erzählen, dass ich es saufen anfange. Ach so, ja gut. Das ist jetzt aber alles gebannt, die Gefahr. Ne, richtig. Die Kinder sind da, die halten dich schon davon ab, hoffentlich. Ja. Und jetzt die neue Frau auch. Richtig. So, das war ein sehr trauriges Ereignis, ein absolut trauriges Ereignis, aber es hat sich jetzt ein bisschen alles gefangen wieder in deinem Leben. Richtig. Und das ist ja sehr schön. Ich bin heute noch, wenn ich zum Friedhof gehe oder was, ne? Bin ich genauso traurig und dann kommen ja auch noch die Tränen und allem drum und dran. Nur, aber ich sage mir immer wieder, mein Leben geht weiter. Ich kann ja jetzt nicht jahrelang trauern. Ja, ja. Ne? Meine Kinder sind 2,5. Ja. Verlange ja auch nicht, dass die Kinder mal zu der Conny Mama sagen oder was. Mhm. Aber die sollen aber merken, dass das Familienleben da ist. Ja. Das ist für die Kinder auch sicher sehr wichtig. Ja, absolut. Ich wünsche euch alles Gute. Allen Vieren. Auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören. Tschüss. Unser Thema heißt heute Nacht Glück und Unglück. Das war mein Jahr 2002. Ich würde gerne mit euch über den Jahresrückblick reden. Wenn ihr das Jahr Revue passieren lässt, was war das schlimmste Ereignis? Oder was war auch das glücklichste, das absolute Highlight, das glücklichste Ereignis im letzten Jahr für euch? Andreas begrüße ich jetzt herzlich. Und Andreas ist 36 Jahre alt. Morgen. Ja, morgen Domian. Andreas. Ja. Mein ein trauriges Ereignis? Ja, eigentlich für mich ein sehr trauriges Ereignis. Ja, erzähl mal. Ja, also es war am 24. September letztes Jahr. Ja. Da war ich mit einem Roller auf dem Weg zur Arbeit und da hat mich eine Geisterfahrerin frontal angefahren. Mhm. Ja, und also auf dem Roller, wo man überhaupt nicht geschützt ist.
Nee, überhaupt nicht. Und die hatte einen großen Bulli und habe ich mit geschätzt 100 Stundenkilometer frontal erwischt. Geisterfahrer, das heißt, du warst auf der Autobahn? Nein, ich war auf einer Bundesstraße, auf einer dreispurigen. Ja. Und sie ist halt auf meiner Seite mir entgegengekommen und hat mich halt frontal erwischt. Ah. 24. September. Richtig. Ich vermute, dass du schwerst verletzt warst. Ja, ich war auch zweimal verstorben. Einmal an der Unfallstelle, einmal noch im OP. Wie schwer waren deine Verletzungen? Was hattest du alles? Ja, also ich habe mehrere Trümmerbrüche am linken Oberschenkel, mehrere Trümmerbrüche am linken Arm. Und ja, ich hatte die Lunge zerrissen, die Milz zerrissen, sämtliche Rippen durch. Also eigentlich so ziemlich alles, was man haben kann. Also am Unfallort schon quasi verstorben? Am Unfallort das erste Mal verstorben. Das heißt, man hat dich ja wiederbelebt? Richtig. Mit Hubschrauber ins Krankenhaus, Intensivstation? Genau. Da ist es wieder passiert? Da ist es wieder passiert, weil ich eben ausgeblutet war. Ne? Wie lange lagst du dann im Koma? Ich lag 2 Wochen im Koma. Und war dann, wie ich aus dem Koma erwacht bin, aber immer noch in größter Lebensgefahr, weil man meine Milz nicht rausnehmen konnte. Die war gerissen und die hat auch geblutet, aber die konnte man nicht rausnehmen, weil ich noch eine OP nicht überlebt hätte. Ah, wie schrecklich. Ah, ja. Wie schrecklich. Kannst du dich erinnern, als du aus dem Koma erwacht bist? Da kann ich mich wieder erinnern. Was hast du da gedacht? Vorher fehlt mir alles. Ja, was hast du da gedacht, als du, ich denke mir, dass auf einer Intensivstation angeschlossen und 1000 Geräte und Schläuche. Richtig. Was hast du gedacht in dem Moment? War dir klar? Ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Mir war zwar klar, ich bin im Krankenhaus, aber ich wusste überhaupt gar nicht, was los ist, was um mich geschehen ist. Da war nicht die Erinnerung an den Unfall? Überhaupt nicht. Wusstest du so, wer du bist? Konntest du dich an deine Vergangenheit erinnern? Das konnte ich zum Glück, ja. Ich hatte also keine Kopfverletzungen und keine Ausfälle neurologischen. Also da war alles okay. Hattest du, als du aus dem Koma erwacht bist, starke Schmerzen? Ja, das war Hölle. Die Schmerzen waren Hölle, die ich hatte. Also Wahrscheinlich extrem starker Schmerzmittel. Richtig, ich habe Morphium gekriegt und alles, aber es hat nicht voll geholfen. Wie viele Wochen warst du dann noch auf der Intensivstation, bis du so einigermaßen über den Berg warst? 6 Wochen. 6 Wochen noch. Sechs Wochen. 6 Wochen gefesselt an das Bett. Richtig, ja, ich konnte mich ja sowieso nicht bewegen, weil wie gesagt, meine linke Seite war ja komplett zertrümmert. So. Ich konnte mich ja überhaupt nicht bewegen, ich konnte nur auf dem Rücken liegen. Und da ist dann wahrscheinlich auch allmählich die Erinnerung gekommen, was passiert ist. Am Unfall kann ich mich bis heute noch nicht erinnern. Ach, du kannst dich bis heute nicht erinnern? Nein. Also man hat dir nur gesagt, was da passiert ist, was du gerade erzählst. Die Unfallzeugen halt, Polizei und Ärzte haben mir halt nur gesagt, ich selber kann mich an überhaupt nichts erinnern. Wie geht es dir heute, Andreas, nach all dem Schlimmen, was du durchgemacht hast? Ja, eigentlich total beschissen. Also ich komme damit eigentlich überhaupt nicht zurecht. Wie geht es dir körperlich? Ja, körperlich eigentlich auch noch nicht so dolle, weil ich immer noch am linken Arm äußerlichen Fixateur habe. Das heißt so ein Gerät? Das heißt so ein richtiges Gerät, ja. Genau. Kannst du gehen? Kannst du ganz normal gehen? Ich fange jetzt wieder an damit. Ich übe jetzt zu laufen. Ich brauche noch den Rollstuhl. Ja. Leidest du auch noch unter Schmerzen oder starken Schmerzen? Ja, so die Schmerzen wohl die Lunge, ne? Weil die Lungen-OPs, weil ich hatte 3 Lungen-OPs, weil die Lunge zerfetzt war. Und da haben die mich natürlich von vorne bis hinten aufgeschnitten und das tut noch weh und die Rippen tun natürlich noch sehr, sehr weh. Ne? Hast du gerade gesagt, dass du zweimal quasi tot warst, klinisch tot warst. Richtig. Ich habe schon mit vielen Leuten gesprochen, die von diesen sogenannten Nahtoderlebnissen erzählt haben, die sonderbare Dinge erlebt haben im fast toten Zustand. Hast du so etwas auch erlebt? Ja, das war so ganz enorm. Also erstmal das ganze Leben läuft an dir vorbei und dann habe ich auf einmal irgendwie, wurde mir warm, ich habe einen weißen Lichtkegel gesehen und habe dann neben meinem Körper gestanden und habe zugeschaut, wie die Ärzte an mich rumgearbeitet haben. Ja. Ich habe das also richtig gesehen, wie da also 10 Leute und noch mehr um mich rumstanden und gemacht und getan haben. Gab es so einen Kampf, dass irgendwas in dir weg wollte aus dem Leben und irgendwas wieder dich in den Körper zurückgedrückt hat oder gezogen hat? Ja, kann man schlecht beschreiben. Das war so, also ich habe, so als wenn ich selber gesagt habe, nein, ich will jetzt noch nicht sterben, ich will noch nicht, ich
Ne, ich habe noch meine kleinen Kinder, meine Frau, ich kann einfach nicht. Mhm. Das ist irgendwie, das kann man ganz schwer beschreiben. Das ist irgendwo ein schönes, aber auch irgendwo ein sehr beängstigendes Gefühl. Mhm. Aber es überwiegt das Angenehme. Es war also nicht, dass es irgendwie ein Erschreckensgefühl, nein, ein Horrorgefühl war, dieses fast tot sein. Mhm. Überhaupt nicht, eher dann mehr angenehm. Du hast Familie, hast du gerade gesagt? Ja, ich habe eine Frau und zwei kleine Kinder. Was hast du vorher beruflich gemacht? Ich habe beruflich bei der Arbeiterwohlfahrt gearbeitet. Ja, das ist natürlich jetzt alles erstmal passé, ne? Es geht das werde gar ich nicht. Wahrscheinlich auch nie wieder machen können, weil ich meinen linken Arm nie wieder bewegen können werde. Was empfindest du gegenüber dieser Frau, die das verschuldet hat? Also nachdem ich den Grund weiß, warum sie das gemacht hat, empfinde ich Hass. Weswegen hat sie es gemacht? Aus zweierlei Gründen. Die erste Angabe war, dass eine Spinne bei ihr über dem Beifahrersitz gelaufen ist und sie sich davor erschrocken hat. Aber des Weiteren hat die Polizei, so wie man mir gesagt hat, ein Handy bei ihr auch im Fußraum gefunden. Mm. Mm. Ja? Das heißt, sie hat telefoniert, sie hat gewählt, sie hat vielleicht SMS geschickt oder so etwas. Ich gehe davon aus. Hat diese Frau denn, Vincent, die Größe gehabt, sich bei dir mal zu melden, sich zu entschuldigen? Die Frau, die hat also täglich mehrmals auf der Intensivstation angerufen, wollte wissen, wie es mir geht, aber die Ärzte haben es ihr verboten. Mhm. Und weil die Ärzte also auch sehr empört und sauer darüber waren. Ja. Und dann hat sie auch, nochmal irgendwie die Nummer meiner Frau rausgekriegt, hat bei meiner Frau angerufen, hat sich entschuldigt, also das hat sie schon gemacht. Du hast sie noch nie gesehen bis heute? Ich habe sie einmal gesehen, ja. Wie kam das? Hat sie dich besucht oder? Nein, ihr Freund wohnt rein zufällig zwei Häuser weiter wie ich. Mhm. Und das habe ich durch Zufall erfahren und dann habe ich sie gesehen und auch den Wagen gesehen, mit dem sie mich überfahren hat. Ach, der gar nicht großartig wahrscheinlich. Nö, die hat fast überhaupt nicht. Du hast aber nicht mit der geredet, mit der Frau. Nein, möchte ich auch nicht, kann ich auch nicht. Also ich bin dazu nicht bereit im Moment. Ja, da steht aber wahrscheinlich auch noch eine große Gerichtsverhandlung an, ne? Ja, natürlich. Wollen wir hoffen, dass du zumindest ordentliches Schmerzensgeld bekommst? Ja, gut, aber letztendlich. Das bringt ja dann natürlich nicht. Geld. Natürlich nicht, Andreas. Das ist mir völlig klar. Aber wenn schon alles so schlimm ist, dann ist das zumindest vielleicht auch eine kleine Hilfe für dich und deine Familie. Wie gehst du denn mit der ganzen Sache seelisch und psychisch um? Ja, also psychisch bin ich total am Ende. Ich schlafe seit 4 Monaten kaum überhaupt nicht. Und ich weiß nicht, schon Selbstmordgedanken gehabt und weiß nicht, ich bin irgendwie total am Ende. Ne? Ich komme da überhaupt nicht mit zurecht. Bist du den ganzen Tag auch zu Hause, weil du nichts machen kannst? Ja, ich kann ja nicht raus. Ne? Ja. Ab und an mal mit einem Rollstuhl, dann mit meiner Frau, weil selbst kann ich mich mit dem Rollstuhl ja auch nicht fortbewegen. Hast du das Gefühl, dass deine Frau dich richtig auffängt oder ist es für sie auch sehr belastend? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, meine Frau steht voll hinter mir. Also so kann das passieren, ne? Das kann jedem von uns von heute auf morgen, in jeder Sekunde kann es passieren. Ja, man muss sich das wirklich immer wieder klar machen und froh sein, dass man über jede Stunde, die man gesund lebt, soll man dankbar sein. Ne? Man nimmt das immer alles als so verständlich, selbstverständlich hin, dass es läuft, dass man gesund ist und dass man keinen Unfall hat oder weiß ich was. Genau. Das ist ein großes Glück. Es ist ein großes Glück. Ja. Hast du, wenn das seelisch für dich auch so ein Problem ist, du sagst Arbeiterwohlfahrt, da gibt es doch viele Verbindungen, auch zu Psychologen, Betreuungsdiensten. Hast du mal sowas in Anspruch genommen, dass dir jemand mal so ein bisschen unter die Arme greift, auch seelisch? Würde ich ganz gerne, aber ich habe da hier überhaupt keine Hilfe. Überhaupt nichts. Wie kommt das? Ich weiß es nicht. Es hat sich auch nur einmal mein Arbeitgeber gemeldet und überhaupt seitdem überhaupt keine Kontakte. Ich bin also eigentlich bei mir in der Wohnung abgeschottet und habe nur meine Familie. Ne? So, dann möchte ich gern, dass du gleich mit meiner Psychologin redest und dass die Heide dir einige Adressen vermittelt, dass du in Kontakt kommst mit Leuten, die dir etwas helfen können und dass du dich auch ein bisschen nach außen kehren kannst. Halte ich für sehr wichtig. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, und das ist auch so eine große Belastung für deine Frau, dass die auch ein bisschen entlastet wird. Ja. Also da werden wir dir bestimmt mit einigen Adressen und Telefonnummern helfen können. Also lieber Andreas, in all dem Unglück, was passiert ist, kann man ja auch noch wieder sagen, es ist auch noch ein großes Glück, dass du lebst und dass du für deine Kinder da sein kannst. Es ist zwar ein schwacher Trost, wenn man so leiden muss und so viel Schmerzen gehabt hat, aber es stimmt ja, ne? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Irgendwo bin ich ja auch froh, dass ich noch lebe und so. Andersrum ist es halt sehr, sehr schwer, damit klarzukommen. Glaube ich, absolut. Du legst auf. Ja. Die Heide, meine Psychologin, ruft dich gleich an und ich wünsche von Herzen alles Gute und gute Genesung und dass du einigermaßen wieder, wenn es auch noch eine Weile dauert, auf den Damm kommst.
Dankeschön. Lieber Andreas, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Henk. Ja, hallo. 44 Jahre alt, guten Morgen. Ja, ich habe ein ganz schreckliches Jahr hinter mir. Ich habe 13 Jahre meine Tochter verloren mit 20 Jahren. Ich habe eine Scheidung hinter mir in August. Moment, lass uns, ich habe das akustisch nicht verstanden. Du hast ich habe eine Scheidung hinter mir. Nee, davor. Du hast deine Tochter verloren. Meine Tochter mit 20 Jahren und tödlich verunglückt, ja. Wann ist sie tödlich verunglückt? Am 13. Januar. Am 13. Januar. Auch ein Verkehrsunfall? Ein Verkehrsunfall, ja. Durch heimtückischen Glatteis. Morgens um 10:30. Ist sie selbst Auto gefahren? Ja. Ja. Ist ein Frontal mit der ihr Fahrertür in einen Baum gefahren. Mhm. Und war dann nach einer Stunde später ist sie dann verstorben. Mhm. Dann hast du gerade gesagt, eine Scheidung auch noch? Eine Scheidung habe ich im August hinter mir, ja. Mhm. Und ich war 28 Jahre selbstständig, ein Betrieb. Habe ich dann auch verloren durch die Scheidung und die ganze Schulden habe ich dann behalten. Oh Gott, aber ein ganz grauenhaftes Jahr. Ja, und ich bin dann auch schwer krank. Auch in dem Jahr, im letzten Jahr geworden? Das bin ich in 2001 dann gewahr geworden, im November, Dezember. Was hast du für eine Krankheit? Dass ich positiv bin. HIV-positiv? Mhm. Weißt du, wo du dir das geholt hast? Ja, das weiß ich ja. Von diesem Mann hat sich das auch das Leben genommen. Bist du bisexuell? Ja. Ja. Mhm. Und da ist auch sehr viel passiert. Und also ein absolut finsteres Jahr. Ja, total, total. Die Tochter verloren, eine Scheidung, die Firma kaputt. 28 Jahre, ja. Ja. Und ich bin mit 16,5 angefangen damals, ja. Meine Eltern. Was war das für eine Firma? Was habt ihr gemacht? Gastronomischen Betrieb. Gastronomischen Betrieb, mhm. Das heißt, du bist auch jetzt arbeitslos im Moment, oder was? Ja, ich war arbeitslos, dann ein paar Monate auf meiner Sozialhilfe gelebt. Mhm. Aber habe jetzt eine neue Stelle wieder, aber eine gute Stelle auch. Aber es macht mir auch sehr zu schaffen, diese Stelle momentan. Ja. Ich meine, ich habe auch sehr viel abgenommen. Wie viel Schulden hast? Nicht durch die Krankheit, sondern mehr durch... Durch den Kummer. Durch den ganzen Kummer, ja. Was passiert ist. Und du hast auch gerade gesagt, dass du zudem auch noch sehr viel Schulden hast. Ja. Wie viel belastet dich da? Ja, sehr viel. Die Schulden, das schreiben wir alle an. Und ich muss jetzt, ich habe einen Termin beim Amtsgericht. Sag mal eine Zahl ungefähr, wie viel das ist. Ja, so um die 100.000 Euro. 100.000 Euro. Mhm. Das belastet auch sehr. Ja. Also es war ein ganz trauriges Jahr, muss ich sagen. Also bei dem, was du erzählt hast, zuckte ich am meisten zusammen, weil ich das nur gerade in der Sendung schon ein paar Mal gehört habe, der Tod deiner Tochter. Ja, das ist das Schlimmste von allen. Ja, ne? Ja. Also die Krankheit für mich zählt überhaupt nicht, weil alle Werte sind in Ordnung. Mhm. Ich war heute noch zum Arzt und war alles soweit im grünen Bereich. Mhm. Aber der Tod ist das Schlimmste, was es gibt. Wie eng war deine Beziehung zwischen dir und deiner Tochter? Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis. Mhm. Also, ja, wie das so ist, wir Vater und Tochter, also wir konnten auch über alles reden. Mhm. Und es waren auch Zeiten, wo sie mich nicht verziehen hat, weil ich war schon mal ausgezogen gewesen, mhm. Bin dann wieder zu Hause eingezogen. Sie lebte auch noch bei euch in der Familie, die ja, Tochter? Ja, ja, ja. Ja. Mhm. Und wo das dann passiert ist, also was abends weggegangen ist, wir hatten auch bei uns im Betrieb war viel los, sie sollte eigentlich arbeiten, hatte dann ein Volleyballspiel, wusste niemand zu nach Hause kommt, dann dachte er, okay, ich besorge jemand anderes. Und dann war sie noch pünktlich zu Hause, dachte, ich gehe zu meinem Freund hin und komme dann morgen Mittag wieder. Sie war Buchhalterin und dann mache ich dann die Buchführung fertig für Dezember. Ja. Ja, und dann habe ich gesagt, tschüss, bis morgen und dann das war das Letzte. Durch Glatteis. Ja. Mhm. War es dein einziges Kind? Nee, wir haben vier Kinder. Vier Kinder. Mhm. Der Älteste ist schon 26, ist unehrlich, aber von meiner Frau, der Sohn. Die Scheidung, die dann folgte im August, hat die auch mit diesem Trauerfall zu tun, dass ihr das irgendwie nicht verwinden konntet und dass es dann auf eure Beziehung ab... Nein, mehr auf meine Krankheit. Auf die Krankheit? Ja. Mhm. Das heißt... Ich konnte da nicht mitleben, also. Mhm. Wusste denn deine Frau vorher, dass du bisexuelle Verbindungen hast? Das ja. Und ja. Sie hat vorher damit sich arrangiert, es ging? Ja, soweit ging das, ja. Mhm. Ich habe mir immer kurzweise abgeschlossen, dass ich dann freie Abende hatte, dass ich mal ausgehen konnte. Mhm. Und habe mich dann auch in diese Schulenwelt halt eben bewegt. Ja. Wir wohnen direkt an der Grenze und bin dann auch oft nach Holland gefahren. Wussten deine Kinder, zum Beispiel auch die verstorbene Tochter, die wusste das auch? Ja, ja, ja. Und konnte damit auch umgehen, das war für sie? Ja, am Anfang nicht so, also sie hat sie auch sehr belastet, aber wir haben wohl
letztes Mal drüber gesprochen. Mhm. Du hast gerade so im Nebensatz gesagt, dieser Mann, bei dem du dich infiziert hast, der hat sich umgebracht? Der war ein Holländer, ja. War auch verheiratet, hatte Kinder und hat es auch nicht gewusst, ja, dass er es hatte. Und ich habe ihn dann wieder getroffen, so 14 Tage, 3 Wochen später. Und dann habe ich dann danach wieder gehört, dass er sich erhängt hat. Also das war auch sehr traurig, ja. Wie ist denn dein Verhältnis jetzt zur Zeit zu deiner Frau? Ist das völlig zerrüttet oder habt ihr zumindest noch so Kontakt? Wir haben Kontakt, ja. Weil die beiden Söhne von 14 und 16 haben wir auch einen sehr guten Kontakt mit. Wir waren gestern auch alle gemeinsam zum Friedhof hin. Ja. Und ja, also das machen wir da alles gemeinsam. Auch Heiligabend habe ich meine Söhne mittags bei mir gehabt. Und ich wollte abends nicht hin. Wir waren abends noch in der Kirche zusammen. Also das ist eigentlich soweit wohl zum Glück gut, ja. Ja. Wenn es einen so geballt trifft, also wenn so etwas passiert, das Kind ist gestorben, du hast eine schwere Erkrankung, obwohl es Gott sei Dank gut läuft im Moment, die Scheidung, dann geht das Geschäft kaputt, die Schulden. Hadert man da mit dem Schicksal, dass man sagt, warum gerade ich und warum jetzt gerade in diesem Jahr alles so geballt? Ich hab keine Kraft mehr, ich kann nicht mehr. Also ich bin auch ziemlich am Ende von meiner Kraft her. Also ich habe einen neuen Job, den ich auch sehr mag und auch, es ist mein Leben in Gastronomie und aber es schlaucht mich unwahrscheinlich, muss ich sagen. Ich mache viele Stunden. Im Dezember habe ich nur gemalocht, also 50, 60 Stunden die Woche. So, jetzt war der Rückblick auf das Jahr 2002 ist ein sehr finsterer Rückblick, ein finsterer Blick. Wenn du jetzt in die Zukunft schaust, sagen wir in dieses Jahr oder auch in das darauffolgende Jahr, was für Hoffnungen verknüpfst du mit der Zukunft? Ich weiß noch mal gar nicht, was ich denken soll, was ich machen soll, ob diese Arbeit weiter, ob das schafft, körperlich auch. Ich wünsche es mir, also ich wünsche einfach, dass es aufwärts geht und dass ich auch wieder zufrieden bin. Ich habe zum Glück meine Familie noch von meiner Seite und auch von meiner Frau-Seite, also muss ich sagen, die stehen auch wohl hinter mir, auch mein Schwiegervater noch wohl, habe ich einfach einen guten Kontakt mit. Ja. Dann schließe ich mich diesen Wünschen wirklich von Herzen an, Henk. Danke. Dass das so wird, wie du es gerade gesagt hast. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Laura, 17 Jahre alt, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo Laura. Also erstmal will ich zu meinem Vorredner sagen, dass es mir ganz doll leid tut und ich komme jetzt im Moment ziemlich blöd vor, dass ich irgendwie jetzt so zum Abschluss nochmal sagen muss, dass ich ein tolles Jahr hatte, weil das brauche ich mich jetzt gar nicht zu sagen. Doch, das muss man aber auch sagen. Es ist halt leider im Leben alles nebeneinander, das Glück und das Unglück. Und jetzt erzähl du von deinem Glück, was du hattest letztes Jahr. Ja, ich habe einfach, also mit Silvester hat das Jahr angefangen und dieses Jahr hat es mit Silvester aufgehört. Ja. Das war von Anfang bis Ende einfach nur genial. Ich habe meine große Liebe kennengelernt, bin immer noch mit ihr zusammen. Aha. Ihr oder ihm? Nein, mit ihm. Mit ihm. Also mit der Liebe, aber mit ihm. Ja. Wann hast du ihn kennengelernt? Wie bitte? Wann hast du ihn kennengelernt? Ich habe ihn am 8.2. kennengelernt. Am 8.2. Also auch jetzt ganz am Anfang, also fast ein Jahr jetzt. Ja. Also, das ist das Tollste. Du hast deine große Liebe kennengelernt und das hat gut funktioniert, das ganze Super funktioniert. Also, das war wirklich so, hätte mir jemand gesagt, mal oder back dir deinen Traum, hätte ich ihn so gebacken. Und der ist halt aus dem Ofen rausgekommen. Super, perfekt. Wie alt ist er? Jetzt ist er 19. 19. Was war noch toll an dem Jahr? Ich hatte panische Angst vor der Oberstufe in der Schule. Ja? Perfekt. Also ich habe noch nie so gute Noten. Ich habe irgendwie Gratulation. Gratulation. Dankeschön. Also abgesehen von Mathe, aber das weiß ich seit der 5., dass ich da ein Loser bin. Da tue ich auch nichts mehr. Aber ansonsten alles perfekt. Meiner alten Omi geht's gut, mit der kann ich noch feiern gehen und mit der Spaß haben, mein Hund ist gesund. Und wart ihr in Urlaub? Reise gemacht? Ich war über Silvester in Paris mit meinem Freund. Wow, das ist ja nur ganz, ganz romantisch dann. Ja, zum ersten Mal auch richtig eigener Urlaub, selbst bezahlt sogar, weil ich auch noch einen Job habe dieses Jahr, also letztes Jahr bekommen. Was jobbst du? Ich arbeite beim Nordsee-Fischfachhandel im Kölner Bahnhof. Beim Nordsee-Fischfachhandel? Ja, im Kölner Bahnhof. Im Kölner Bahnhof? Ja. Das heißt, wenn ich mal durch den Kölner Bahnhof schlender, könnte ich dich da sehen und treffen? Ja, und wenn mein Chef nicht guckt, kann ich sogar was schenken. Ich mag nicht so gerne Fisch. Wir haben auch was anderes. Das ist das Problem. Salat oder so. Laura, ich freue mich, dass du ein schönes und gutes Jahr hast. Danke. Es sei dir wirklich gegönnt. Und, wie war bei dir eigentlich das Jahr? Also du fragst ja alle Leute, wie das Jahr war und du sagst gar nichts. Durchwachsen. Fehlt jetzt die Zeit, da noch ein bisschen drüber zu reden. Eher so durchwachsen. Aber von allem etwas. Von allem etwas, genau. Ja, dann wünsche ich dir für das Jahr 2003 auf jeden Fall alles Gute. Dankeschön, das wünsche ich dir auch von Herzen. Allen Vorrednern
Alles Liebe und ja. Gute. Ich wünsche denen ein ganz tolles Jahr 2003 und dass es bergauf. Danke, Laura. Mach's gut. Und tschüss. Mein Freund will ich noch sagen, dass ich ihn liebe. Ja, okay, tschüss. In der Technik, Malte E-Mails. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Ciao.